liebe Pilzfreunde, ich habe euch im ersten Video den ZX300 hier vorgestellt und möchte einfach mal ein bisschen darüber erzählen, wo dieses Teil seine Grenzen hat. Im ersten Pool, das war ein 4,66 Meter Steel Frame Pool, 1,20 Höhe, Wassertiefe, also dann ungefähr 1,05 Meter. Da lief der wunderbar durch, auch die Wände hoch. Aber hier in mein Pool hier, das ist ein Stahlbahnpool mit 3,60 Meter Durchmesser, 1,20, fährt der nicht mehr die Wände hoch. Weil da der Radius der Wände zu klein ist und die Sogwirkung quasi von dem Roboter nicht mehr ausreichend ist, um die Wände hochzufahren. Das sieht man nachher also auch im Video. Der bleibt also unten, da ist also ein kleiner Wulst, den ich da reingemacht habe. Das ist Vorschrift beim Aufbau, dass da also so eine abgeflachte Wulst reinkommt. Da bleibt er also stehen quasi und kann dann nicht weiter hoch. Ein weiteres Problem ist, wenn die Pumpe nicht stark genug ist. Andere hatten schon berichtet. Ich empfehle da Pumpen wirklich, die gut und gerne über 11.000 Liter pro Stunde pumpen können, weil sonst hat das mit diesem Sauger relativ wenig Sinn, dass der wirklich irgendwie die Wände hochfahren kann, wie man das teilweise auch in meinem Vorgängervideo gesehen hat. Ansonsten läuft er natürlich hier gemächlich durchs Pool. Das funktioniert auch ganz gut. Aber ideal ist der für einen Stahlwandpool, also einen Stahlwandpool, nicht unbedingt. Und meine Pumpe, die hat also eine Bruttoleistung von 8500 Liter. Die kommt dann schon mehr oder weniger an die Grenzen. Also überlegt euch das gut, wenn ihr einen ZX300 euch anschafft, ob der Pool oder das Pool, was ihr da anschafft oder habt, wirklich dafür geeignet ist. Sonst wird er nicht so wirklich glücklich mit diesem Roboter. Dann würde ich vielleicht einen anderen dann nehmen. So, kommen wir mal zum Anschluss von diesem wunderschönen ZX300. Der Hersteller Intex sagt, der darf nur oder kann nur an Intex Pools angeschlossen werden. Das ist auch soweit richtig, weil die Adapter, die da mitgeliefert werden, nicht zum Beispiel bei Bestway passen. Aber man kann sich für Bestway Pools, also zum Beispiel hier Stahlwand Pools, durchaus selbst einen Adapter basteln. Man nimmt da einfach für, weiß ich nicht, 3,50 Euro gibt es da von einem anderen Intex-Sauger einen Anschlussadapter. Den sägt man einfach oben quasi ab. Ich zeige das auch nochmal detailliert in einem anderen Video. Und dann kann man den ohne weiteres an der Einlaufdüse quasi mit der vorhandenen Düse kombinieren. Man nimmt also einfach den Düsenkopf, diesen Drehkopf raus, setzt diesen selbstgemachten, sagt man, Mini-Adapter da rein und dann kann man den also ohne weiteres anschließen. Ich zeige euch das mal. So, hier sieht man die Einlassdüse von einem Bestway Stahlwandpool. Da habe ich also hier vorne quasi den Kugelkopf rausgenommen. Und hier, was da so ein bisschen durchscheint, das ist ein Original Intex-Anschluss von einem anderen Saugroboter. Da habe ich also quasi oben den Kopf abgeschnitten und kann dann hier, im Grunde genommen habe ich den Drehverschluss hier zur Verfügung und kann dann den Intex-Sauger, den Intex-Roboter da ohne Probleme dran anschließen. So, also nochmal zusammengefasst.
bezüglich des Roboters ZX300 von Intex. Einsatzgebiete würde ich sagen, Rechteckpools sind ideal, weil ich da flache Wände habe und der eigentlich kein Problem damit hat, sich quasi an die Wände anzusaugen. Bei runden Pools sollte schon Durchmesser von Minimum 3,60 Meter da sein. Und wenn bei 3,60 Meter, muss schon eine ziemlich starke Pumpe sein, sonst fährt ihr da auch nicht die Wände hoch.